Ja, heute hier in Reutlingen verkaufsoffener Sonntag und Neckaralb live. Das Radio hat natürlich heute auch Tag der offenen Tür. Und natürlich, sie hat eingeladen, ja, Anita. Hallo, herzlich grüße willkommen. Dich. Anita Hofmann, hallihallo. Seit wann bist du jetzt hier beim Radio? Beim Radio bin ich jetzt seit 2019 und jetzt ganz massiv eben seit Anfang Corona. Da hatten wir Künstler ja ein bisschen mehr Zeit. Mhm. Und da habe ich mich in die Redaktion gesetzt, habe die Zeit genützt, um das Handwerk richtig von Grund auf zu lernen. Wie schreibt man Moderationen, Beiträge, wie schneidet man Musik, wie bedient man diese 100.000 Knöpfe? Sehr interessant. Sonst warst du ja natürlich immer auf der Bühne, ja, und hast das Radio sozusagen von der anderen Seite kennengelernt, ja, und jetzt natürlich hinter den Kulissen. Ja. Hat sich schon einiges gewandelt dann sozusagen für dich? Absolut, ich merke das auch auf der Bühne. Ich war ja früher eher die Zurückhaltende auf der Bühne, habe gar nicht so viel geredet. Mittlerweile bin ich eine kleine Quasselstrippe geworden und es macht schon Spaß, ja. Genau. Ja, jetzt heute sonntags ist dein Tag sozusagen beim Radio. Wenn man nämlich ins Programm schaut, zwischen 15 und 16 Uhr, ja, präsentierst du deutsche Hits. Jawohl, ich bin zuständig für die deutsch gesungenen Songs. Und meine Sendung jeden Sonntag von 15 bis 16 Uhr ist die Deutsche Musikshow. Mhm. Und da freue ich mich, dass ich auch Schlager mit in die Sendung bauen darf. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Auswahl an Songs habe ich immer mit dabei. Okay. Wer wählt die Songs aus? Du speziell oder macht es die Redaktion für dich? Also wir haben einen Musikplaner, mit dem habe ich mich im Vorfeld zusammengeschlossen und habe ihm gesagt, so wie ich mir ungefähr die Sendung vorstelle. Er macht das größtenteils wirklich super. Und wenn es dann mal hier oder da einen Song gibt, den ich nicht so gut finde, dann habe ich ja den Chef direkt neben mir, wo ich dann fragen kann, du, können wir mal den Song oder den austauschen, und ja, so wird es dann auch sehr umgesetzt. Gut. Ja, ist super, ja. Sehr schön. Wie geht es mit den Hoffmann-Sisters, also Anita und Alexandra Hoffmann, dann weiter? Ist das Pause dann oder macht ihr trotzdem die Musik weiter? Also Anfang Corona hat ja Alexandra eine Eventfirma gegründet, mhm, und möchte sich dort mehr einbringen. Dann haben wir uns zusammengesetzt, wir haben uns unterhalten, wie können wir da jetzt alles irgendwo unter einen Hut bringen, und dann haben wir miteinander entschieden, dass es ein sowohl als auch geben wird. Es wird ein bisschen weniger Duo geben, ein bisschen mehr Solo, weil sie möchte sich einfach auch mehr in ihre Projekte, in ihre Firma mit einbringen, und es ist halt genügend Zeit, um einfach auch nebenher noch andere Dinge zu tun, und so wird es mich jetzt einfach verstärkt solistisch geben, arbeite gerade an meiner eigenen ersten Single. Sehr, sehr spannend. Habe auch meinen eigenen Musikstil gefunden, wo ich mich wahnsinnig wohlfühle. Ja, und ja, ihr könnt jetzt bald 100% Anita erleben. Also es ist echt eine ganz tolle, spannende Phase. Einfach immer wieder auf meine Homepage schauen, genau, anita-hofmann.de oder auf meine Social-Media-Kanäle. Ja, es liegt eine wahnsinnig spannende Zeit vor mir. Auf alle Fälle. Da wünschen wir dir viel, viel Glück dazu und entlassen dich jetzt ins Studio, denn deine Sendung, ja, beginnt gleich. Und vielleicht können wir nachher noch mal ganz kurz einen kleinen Blick über die Schultern werfen. Absolut, könnt ihr schon machen. Also, bis dann.